Felix, wie voll ist dein Inventar? So gut wie voll. Dann lass uns mal gleich das restliche Zeugs mitnehmen und dann in die Basis gehen. Wir sind jetzt schon in der 5. Folge Let's Play Together Feed the Beast Minecraft. Davon waren 4 Folgen Mining. Ja, ganz schön viel, also. Sag mal, friert so ein Schaf nicht ohne Wolle? Nö. Ist doch mollig warm bei uns. Ach stimmt, ja, wir haben ja hier Lava Vorkommen in der Nähe. Naja, um 3 Uhr nachts macht man eben auch Witze über Schafe. Ja. So, dann müssen wir mal gleich mal gucken, wie viele 100.000 Kisten wir schon zusammen haben an Rohstoffen, weil ich meine, unsere Inventare sind schon am explodieren. Am liebsten würde ich mir jetzt eine Portal Gun bauen und die Kiste einfach nach oben transportieren oder noch besser ein Portal bauen, mit dem wir ständig hin und her laufen können. Wieso gibt es so viele Portal Guns? Portal Guns. Es gibt sehr wenige, weil die nicht leicht herzustellen sind. Was ist denn ein Netherstern? Den kriegst du, wenn du den Ender Dragon besiegst. Ganz leicht herzustellen, ne? Hast du schon mal gegen den Ender Dragon gekämpft? Klar, Creative Modus und so. Und wie ist der so? Bisschen übertrieben. Ja. So, ich habe kein Holz dabei, um eine weitere Fackel zu platzieren, aber ich wollte hier so einen schönen Ort markieren. Allein schon Orte mit Fackeln markieren, wie arm wir eigentlich sind, ne? Ja. Stell dir vor, wir können später einfach nur noch Kohle sammeln und dann stellen wir so eine komische Maschine auf, die uns hier so einen riesengroßen Gang gräbt. Ich weiß. Habe schon 3 Uran. Also wer mal Industrial Craft oder Build Craft gespielt hat, der kennt das Prinzip wahrscheinlich irgendwie, dass man dann so eine endlose Wasserquelle hat oder dann irgend so eine Ölquelle hat und so eine kleine Ölquelle reicht dann aus, um irgendwie so einen riesen Graben zu bauen. Das ist bei Minecraft ist das ein bisschen härter eingestellt. Also ich will mal nicht, also übertrieben wäre es, wenn ich jetzt sage, ein Stück Kohle heißt einen Block abbauen, aber die Energiekosten für die Sachen sind halt ein bisschen härter eingestellt worden. Also, dass du zum Beispiel für ein Quarry mehrere Ölfelder zum Beispiel leer fegen musst. Oder ich Wer weiß bedient nicht. das so? Man kann, glaube ich, Strom in Lava verwandeln und Quatsch, Strom in Buildcraft-Energie verwandeln und umgekehrt, aber. Macht kein Mensch. Kommt drauf an, wie wir spielen.
So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Sortierung. So, ich habe nur noch 3 Fleisch. Wie viel hast du? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Also du verlierst schon Energie durch Hunger, oder wie? Achso, das meinst du? Nee, ich habe nur noch... Also ich habe noch genug. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ja, ich bin nämlich jetzt gleich am Verhungern. Ups. Ich habe ein bisschen sortiert, wenn du das siehst. Siehst du diese kleinen Buttons da oben rechts? Genau. Ja, ja, ich weiß. Ne? So, wollen wir die Sachen nach oben bringen in unser Baumhaus? Oder, würde ich sagen, ne? Oder wollen wir die hier im Lager lassen und sagen, hier guck mal, unser Lager ist doch ganz bequem und gut erreichbar. Ich meine, wir haben jetzt schon lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, aber ich weiß nicht, wo wollen wir eher hin? Unten? Oben? Eher oben. Eher oben. Was wollen wir zuerst mitnehmen? Da habe ich das ganze fertige Zeugs reingepackt. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Kohle mit. Eisen. Eisen, Gold. Löffel. Genau. Die Brechstange, wofür brauchen wir die? Keine Ahnung, die habe ich in der Kiste gefunden. Ja. Den Schrott lasse ich mal hier. Ja, ich finde, das reicht, ne? Mhm.